Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem alten Osterruf grüße ich Sie zum Osterfest 2023. Ein bisschen trotzig und quer zu unseren Erfahrungen steht dieser alte Spruch. Und darum liebe ich ihn, auch wegen seiner Kürze. Was steckt da alles drin? Ostern feiern wir das Leben gegen alle Tode, die in dieser Welt gestorben werden. Ostern feiern wir, dass das Leben siegt. Ostern feiern wir, dass Gott alles wenden kann. Ostern feiern wir die Liebe und die Hoffnung. Ostern feiern wir auch gegen den Augenschein. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Feiern Sie mit, genau da, wo Sie jetzt gerade sind. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, im Namen der Liebe, die uns trägt, im Namen der Hoffnung, die auch im Leid lebendig bleibt und im Namen der Kraft, die uns anrührt und stärkt. Amen. Worte aus Psalm 118. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lass uns freuen und fröhlich an ihm sein. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Ostern. Aufstand des Lebens gegen den Tod. Noch ist unser Leben vom Tod gezeichnet. Ostern, Aufstand der Freude gegen das Leid. Noch ist unser Leben vom Leid gezeichnet. Doch dir, Gott, trauen wir zu, dass du alles verwandelst und dein Osterlicht in uns leuchten lässt. Darum feiern wir Ostern, auch und gerade in dieser schwierigen Zeit. Gott, lass uns mit Hoffnung durch unser Leben gehen. Und in der Stille sagen wir dir, was wir heute auf dem Herzen haben. Auf dich, Gott, hoffen wir in Zeit und Ewigkeit.
Erhöre uns um Jesu Christi willen, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben bewahrt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich lese aus der Bibel die Ostergeschichte aus dem Matthäusevangelium aus Kapitel 28. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Liebe Gemeinde, was sind Ihre Ostererinnerungen?
Ich erinnere mich an Ostern ohne Gottesdienst. Das war im Lockdown. Nur die Glocken habe ich geläutet. Immerhin, das konnte ich tun. Und ein Bläser spielte vor der Kirche, Christ ist erstanden. Das hat mich sehr berührt. Hoffnung trotz allem. Ich erinnere mich an Ostern, als ich Kind war. In der Kurrende, unserem gut geführten Kinderchor, sang ich Christus, Licht der Welt, in der dunklen Kirche, jedes Jahr, mit einer Kerze, unvergesslich, die Ehrfurcht, die Scheu, die Unsicherheit, das Geheimnis und die Freude. Ich erinnere mich an den Besuch, der zu Ostern kam, aus dem anderen deutschen Staat, als ich Kind war. Eine gute und notwendige Verbindung. Tief in meinem Herzen ist das Lied, das unsere Kantorin immer zu Ostern solistisch sang mit ihrer wunderschönen Stimme. Jesus, unser Trost und Leben, der dem Tode war gegeben, der hat herrlich und mit Macht Sieg und Leben wiederbracht. Das war und ist mehr, als ich verstehen konnte und kann. Und Musik kann das ausdrücken, sodass es bleibt, ohne Verstand. Ich erinnere mich daran, wie ich als Jugendliche nach Worten suchte, wie ich meinen atheistischen Mitschülern und Mitschülerinnen erklären könnte, und zwar kurz, denn lange Geduld hatten sie dafür nicht, was Auferstehung bedeutet. Ich hatte ja selbst meine Fragen an so manche biblische Geschichte und meine Zweifel. Ich erinnere mich an Worte aus einer Predigt. Seit ich Jugendliche war, habe ich diesen Gedanken nicht mehr vergessen. Ostern soll und kann nicht alle Zweifel beseitigen. Ostern soll Zweifel wecken, nämlich Zweifel daran, dass alles immer so weitergeht und dass mit dem Tod alles aus ist. Schon für manche der frühen Christinnen und Christen war die Osterbotschaft zweifelhaft. Deshalb schreibt Paulus ausführlich darüber. Auch er erinnert dabei. Hören Sie. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Das schreibt Paulus in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth im 15. Kapitel. Damals wie heute hat die Osterbotschaft auch Skepsis und Zweifel hervorgebracht. Paulus will dagegen angehen, indem er Zeugen aufführt, wie bei einem gerichtlichen Beweisverfahren. Doch Ostern ist nicht beweisbar. Und die Zeugenaufzählung des Paulus ist ein mangelhafter Beweis, denn sie stimmt nicht mit der anderer Ostergeschichten überein.
Wenn ich die Richterin im Beweisverfahren wäre, würde ich Paulus fragen, warum er diesen Beweis des Nichtbeweisbaren eigentlich führen will und warum er die Frauen verschwiegen hat, die in den anderen Ostererzählungen die Ersten sind, die die Osterbotschaft erfahren und weitergeben. Wir haben eine dieser Erzählungen gehört. Und weil Paulus ja nicht dumm ist, würde er vielleicht einsehen, dass da etwas fehlt. Und er würde vielleicht einen zusätzlichen Brief schreiben. Liebe Schwestern, ich erinnere euch an das Evangelium, das ihr uns gebracht habt, das wir von euch empfangen haben und an dem ihr auch festhalten wollt. Ihr habt ja schon vor mir und dann auch für mich das Evangelium verkündigt. Ihr habt weitergegeben, was ihr in euren Herzen und Sinnen von Jesus bewahrt, was ihr mit ihm erlebt und erfahren habt. Ihr habt ausgehalten unter seinem Kreuz, als alle anderen weggelaufen waren. Ihr wart so mutig, sein Grab zu besuchen, obwohl das verboten war. Ihr hättet dabei selbst verhaftet werden können. Ihr seid hingegangen ganz früh, um Jesus die letzte Ehre zu erweisen, ihm einen letzten Liebesdienst zu tun. Und dann? Ich weiß, die Jünger haben euch zuerst nicht geglaubt. Doch ihr habt euch nicht beirren lassen. Beweise hattet ihr nicht, und die haben wir ja bis heute nicht, dass Jesus lebt. Aber wir wissen es, wir tragen es in uns, wir spüren es ganz sicher, wir fühlen es. Ihr, liebe Schwestern, habt erzählt, was Jesus euch bedeutet hat, als er auf der Erde lebte. Ihr habt seine Liebe, die Liebe Gottes, ganz praktisch erlebt und davon erzählt. So habt ihr auch die Auferstehung erlebt, seine und eure eigene, in eurem Herzen, in eurem Leben. Und das verbindet uns. Auch ich lebe nur durch Gottes Liebe. Gottes Liebe hat mein Leben verändert. Ich verfolge euch nicht mehr. Wir glauben, dass Gott Verfolgung und Gewalt nicht will. Wir glauben, dass Gott dem Tod die Macht genommen hat. Ich grüße euch, euer Bruder Paulus. 2023. Wir feiern Ostern schon zum zweiten Mal mit einem Krieg in der Nähe, der uns viele Sorgen bereitet. Und doch feiern wir Ostern. Davon lassen wir uns nicht abbringen. Gerade feiern wir jetzt. Denn wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Dieser Satz stammt von Dietrich Bonhoeffer. Von ihm möchte ich Ihnen auch erzählen. Er gehört in die Auflistung des Paulus, denn er war auch ein Zeuge des Glaubens, ein Zeuge der Osterbotschaft. Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Das schrieb er nicht nur, das lebte er. Er erlebte den Zweiten Weltkrieg. Er war im Gefängnis, weil er im Widerstand gegen den Nationalsozialismus und gegen den Krieg war. Am 9. April ist sein Todestag. Er wurde von den Nazis ermordet. Er kannte Belastungen und Ausweglosigkeit. Doch die letzten Worte, die uns von ihm überliefert sind, heißen: Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Stärker kann man die Hoffnung der Osterbotschaft nicht ausdrücken. Ob nun ich oder jene, so predigen wir, schreibt Paulus. Und wovon erzählen Sie, wenn Sie von Ostern erzählen? Woran erinnern Sie? Um sich selbst an die Botschaft zu erinnern, um die Botschaft zu wiederholen und um sie weiterzugeben. Etwas, das uns Ostern spüren lässt in unserem eigenen Leben. Etwas, das unser Leben verändert hat. Etwas, das unser Herz leicht und hoffnungsvoll gemacht hat oder macht. Etwas, das uns die unbeweisbare, alte und doch nicht veraltende Botschaft neu erfahren lässt oder ließ.
Geschichten aus ihrem Leben? Gerettet nach einer schwierigen Krankheit? Aufgestanden und doch weitergelebt nach einem schweren Verlust? Neu angefangen nach einer Trennung? Wie neu geboren nach sorgenvoll durchwachten Nächten? Oder ist es ein Lied, ein Gebet, das Abendmahl, ein Staunen? Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen beten. Großer Gott, die Welt hat sich verändert. Eine Krise folgt auf die nächste. Wir sehen Bilder der Angst und des Leides und Nachrichten von Gewalt und Problemen. Wir bitten dich, schenke Hoffnung, unzerstörbare Hoffnung. Lass die Osterfreude hereinbrechen. Gib uns Lebensmut. Großer Gott, wir bitten dich um österliche Kraft, für alle Menschen, die denen beistehen, deren Leben bedroht ist. Für alle, die Kranke pflegen und Sterbende begleiten. Für alle, die sich gegen den Hunger in der Welt engagieren. Für alle, die Geflüchteten helfen. Großer Gott, wir bitten dich um österliches Glück für alle Menschen, die das Leben miteinander teilen. Familien, Paare, Freunde und Freundinnen, Gemeinden und Kirchen. Dass sie fröhlich miteinander und aufrichtig zueinander sind, sich gegenseitig unterstützen und Konflikte gut bewältigen. Wir bitten um Schutz und Bewahrung für alle, die uns das Leben liebenswert machen. Großer Gott, wir bitten dich um österliche Hoffnung für die Menschen in Syrien, im Jemen, in Afghanistan, im Iran, in der Ukraine und in anderen Krisengebieten unserer Erde. Schütze sie und mach Frieden, Gott, mach Frieden und Gerechtigkeit. Wir haben noch so viele Bitten heute. Wir rufen, Gott, erbarme dich. Gott, du Mutter und Vater des Lebens, wir wollen dich auch bitten für die Menschen, die uns der Tod genommen hat. Birg sie in deinem Reich und schenk uns die Gewissheit, dass Leben und Liebe stärker sind als der Tod. Das alles bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder, der uns in Tod und Auferstehung voranging. Wir beten sein Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Ich wünsche Ihnen frohe Ostern. Leben Sie die Osterzeit mit Freude und Hoffnung und mit dem Segen Gottes. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse das Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.